Ja. Baby. Was denn? Kommst du mit? Hey, du weißt, wenn ich ein Buch schreiben bin, bin ich im Fokus. Kein Klopfen, kein Hey Baby, kein Schwarz, nix. Dein Körper braucht aber auch mal frische Luft. Wir haben noch nichts gegessen heute. Es ist jetzt schon 16:05 Uhr. Bevor wir jetzt an die frische Luft gehen, mache ich mir zuerst mal kurz einen kleinen Snack, Nervennahrung. Hey Leute, ich sag's euch, ich habe kein Leben mehr. Ich bin im Endgame. Kein Leben mehr. In 8 Tagen muss ich mein Buch abgeben. So, ich muss. Keine andere Wahl. Ich habe Abgabetermin vom Verlag, ansonsten muss ich eine Strafe bezahlen. Ja? Glaube ich, ja. 50.000 Euro. Nein, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Im schlimmsten Fall verdienst du einfach nichts. Ja, super. Verdiene ich nicht. Wobei, es geht mir beim Buch das auch nicht. Geht ja gar nicht. Es geht mir beim Buch nicht um das Verdienen. Es ist schön, wenn ich was verdiene beim Buch, klar. Vielen Dank auch an den tollen Verlag, den ich da habe, weil die machen auch einen guten Job. Also denke ich mal, ja. Ich werde es ja dann sehen. Bis jetzt haben sie schon einen guten Job gemacht. Ja, Baby, jetzt kommt noch mal was. Was das denn? Das muss ja auch noch angeschaut werden vom Lektor. Manuskript wird eingeschickt, dann wird es angeschaut. Leute, ich habe jeden einzelnen Satz selbst geschrieben. Ja, du korrigierst einfach nur. Genau. Weil meine Rechtschreibfehler. Nein, nicht das. Das ist dein Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Rechtschreibfehler. Boah. Leute, ich bin eine richtige Niete in Deutsch. Also ich habe das ja schon immer gewusst, dass ich in Deutsch nicht so gut bin. Aber jetzt, bei 200 Seiten, die ich schreibe, habe ich nochmal gemerkt, fuck. Ich bin wirklich eine Niete. In der Rechtschreibung. Aber es kommt richtig, richtig gut. Ich freue mich sehr, euch auch das Buch dann zu präsentieren. Es wird deep. So, da drin sind Sachen drin. Ich will den Titel noch nicht verraten. Ich will noch nicht groß sagen, um was es geht. Wobei, das kann ich ja machen. Also am Ende des Tages dreht sich das Buch darum, wie kannst du deine Grenzen deines Geistes sprengen? Weil am Ende des Tages ist das, was dich aufhält, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, auch erfolgreich zu sein, die Sachen vorzunehmen, sodass diese Sachen erfolgen. Das ist Erfolg. Sachen vornehmen, die erfolgen, ist Erfolg. Ja? Die Perser auf die Straße bringen, selbst wirksam zu sein. So, und das geht's, und wir gehen da richtig ins Detail rein. Wir schauen die Dynamiken deines Egos an. Wir schauen an, warum du dich unerfüllt fühlst, indem wir in die Tiefe deine Bedürfnisse gehen. Wir schauen die verschiedenen Bewusstseinsebenen an. Im Buch werden wir deine komplette Realität dekonstruieren, auseinandernehmen, deine ganze Realität auseinandernehmen, und dann wirst du verstehen, fuck, so funktioniert Realität. Und wenn du das dann bei dir erkennst, dann schauen wir im Buch, wie kannst du deine Realität neu zusammensetzen? Ja, wie kannst du deine eigene neue Realität zusammensetzen? Wir gehen da richtig ins Detail rein, in die Tiefe. Also es wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich, ja. Aber, also momentan, Leute, ich bin echt am Limit. Ich muss sagen, ich bin voll am Limit. Wie gesagt, ich habe Abgabetermin. Ich muss abgeben in 8 Tagen oder so. 31. oder? Ja, am 31. Und ich habe einfach auch falsch geplant. Also ich habe richtig, richtig schlecht geplant, weil ich hätte genug viel Zeit gehabt. Wann waren wir in München beim Verlag? Also lange. Im Sommer, es war warm. Wir waren im Sommer in München beim Graf und Unser Verlag. GU Verlag ist der das verlegt. Super Verlag. Und ich hätte genug viel Zeit gehabt, aber ich habe das ein bisschen... Ja, ich habe es ein bisschen vor mich hergeschoben, habe andere Projekte reingenommen. Habe ich zum Beispiel ein neues Programm abgedreht, ein neues Programm für unsere Teilnehmer, neues Produkt. Ich habe dann ja Sachen gemacht, die ich eigentlich nicht hätte machen müssen, die hätte ich auch danach machen können. Du hast es ein bisschen unterschätzt, oder? Unterschätzt habe ich es auch. Ja. Jetzt mit dem Hausbau noch. Genau. Wir haben verschiedene Projekte bei uns, bei Human Elevation, Umpositionierung. Also viele Sachen auf einmal. Und natürlich dieses riesige Buchprojekt. Und
ich habe das schon unterschätzt, das ist krass. Also, weil manchmal setze ich mich hin und ich möchte was schreiben und dann kommt einfach eine halbe Stunde, Stunde nichts, sondern nur Gedanken, Geschichten, was möchte ich reinbringen, Impulse, dann bringe ich die auf ein Blatt Papier und dann kann sie aber dann noch nicht verpacken und erst dann, so nach einer Stunde komme ich rein und auf einmal fließt es, ja, auf einmal fließt es. Und hier ganz ein wichtiger Tipp für den Flow. So, wenn du dich hinsetzt und du machst deine Aufgabe und du wirst immer wieder rausgeworfen aus diesen Aufgaben, wie zum Beispiel durch das Klopfen jetzt von Julia, ja, oder eine SMS, alleine eine SMS, die aufplimpt, du musst sie nicht mal ansehen, sondern eine SMS, die aufplimpt, wirft dich raus aus dem kompletten Flow. Darum bei mir, ich schreibe momentan 7-8 Stunden am Tag mit Pausen dazwischen. Manchmal ziehe ich auch 3-5 Stunden durch, wenn ich im Flow bin. Und das stört mich gar nichts. So, ich schalte alles ab. Nix, keine Mail, kein WhatsApp, gar nichts. So, lass uns jetzt mal rausgehen. Aktuell arbeite ich so 14, 15 Stunden und das jetzt seit knapp 2 Monaten. Oder seit wie lange ist es schon so, was relativ zügig zu und her geht? Weihnachten fing es an, dass es sich stundenmäßig mehr erhöht hat. Und jetzt also da wird mir bewusst, ich habe noch nicht mehr so viel Zeit, gell? Genau. Yep. Das heißt, so 14, 15 Stunden am Tag bin ich schon am Start. Schreiben. Dann meine Kunden, die im Mentoring sind, die kriegen den vollen Service. Die Kunden, die ich sonst 1:1 betreue. Human Elevation. Die Sachen halt noch, die nur ich machen kann. Und ansonsten schreiben. That's it. Trainieren noch. Ganz minim, kurz, schnell. Essen, schlafen. Das war's. So sieht mein Leben aus. Boah, geil. Sind die gekommen? Oh. Die sind nice. Kennst du die? Nee, ja. Ich glaube, die hat man noch nicht, oder? Welche sind das? Die sind neu. Ah, Brownie. Die Brownies. Schaut, checkt unbedingt mal die neuen Produkte ab von Coro. Die haben jetzt so Proteinballs, Brownies. Jede Menge Sachen haben die. Also einfach den Link mal abchecken. Findet ihr in der Beschreibung. Und mit Patrick 5 habt ihr auch 5% Rabatt. Das packen wir dann später aus. Wie lange steht das schon da? Ich sag mindestens 1,5 Wochen. 1,5 Wochen steht es schon da. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Keine Zeit gehabt, Leute. Ich bin nur am Buchschreiben. Ich bin jetzt dann im Burnout. Nee, Burnout nicht. Ich bin noch schon weit, weit weg von einem Burnout, denke ich. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passieren kann. Ich denke, das kann jedem passieren. Ich denke, wenn man so sagt, Burnout kann mir nie passieren, es kann sehr schnell passieren. Aber ich glaube einfach mit der Arbeit, die ich mache, also mit den Tools, ist es minim. Wird das Risiko minimiert. Ja, zum Beispiel durch einfach meine Routinen, das Meditieren. Dann schaue ich auch immer, dass ich wirklich hier bin im Moment. So, ich bin wirklich hier. Weil wenn ich hier bin und mit meinem Kopf irgendwo anders bin, dann gibt es einen Stress, dann gibt es einen Gap, eine Lücke. Und dort kommt Stress. So, ich schaue also auch jeden Tag als ein Leben an momentan. Ich stehe auf, ist ein Leben, ich gehe schlafen, ich lasse alles los, schließe ab und morgen stehe ich wieder auf und es ist wieder ein neues Leben. Jeden Tag ein neues Leben. So, das heißt, ich kann easy 14 Stunden einfach hustlen. Ich verschenke mich dem Moment. Ich verschenke mich dem Schreiben. Ich verschenke mich der Tätigkeit, die gerade da ist. Und dann ist einfach, dann fließt. Weißt du, was ich meine? Dann ist es entspannter. Ja, aber klar. Ich weiß schon. Ich fühle rein, was du meinst. Dass, wenn du immer vorausschauen würdest, würdest du denken, oh Mist, jetzt habe ich nur noch so und so viel Zeit, jetzt die Zeit verläuft ab, dann würdest du wahrscheinlich, ja genau, würdest du dich Game voll over. Verrückt machen. Game over.
Ja, in Stress verfallen, oder? Mhm. Und das würde dich wahrscheinlich dann eher blockieren. Game over, definitiv. Also wenn du so ein Buch abgeben musst und wirklich einen Abgabetermin hast und du merkst, oh, es wird knapp und du hast andere Sachen noch, wenn du dir dann Stress machst, ich glaube, dann ist vorbei, oder? Mhm. Ich denke schon. So. Aber dafür weißt du wahrscheinlich jetzt schon, wenn du das nächste Buch schreibst, was du anders machst, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Das nächste Buch, ja, soll ich das nächste Buch schreiben. Wir haben schon einen Titel. Wir haben schon einen Titel, komm, Leute, das Buch müssen wir machen. Das will ich mit Julia zusammenschreiben. Das wird ein Gemeinschaftsprojekt. Ja, ich will das mit Julia zusammenschreiben und zwar, das Buch heißt Der Hund. Der Spiegel deiner Seele. Genau. Sowas. Der Hund, der Spiegel deiner Seele, weil wir haben da ein paar Sachen rausgekriegt. Wir sind auch noch am Forschen. Das könnte ein sehr spannendes Buch werden. Genau. Gehen wir? Ja, auf jeden Fall. Letzte Woche kam der Beton rechtzeitig. Alles kommt jetzt, so wie es aussieht, doch rechtzeitig für unser Hausbau. Da wir da auch gute Leute haben, Architekt und Bauunternehmer, also respektive der Bauverantwortliche, Bauleiter, die machen echt einen super Job. Beton ist angeflogen worden mit dem Hubschrauber. Für den Keller. Ja, für den Keller. Ich blende das mal hier ein. Der musste echt mit dem Hubschrauber gemietet werden. Krass. Ja, zum Glück brauchen wir gar keinen Stahl und Beton und Holz, also nicht so ganz viel schwere Elemente, weil das Haus ja fast nur aus Holz besteht. Genau, ja, ja, sonst. Puh. Ja, das ist halt schon was anderes. Sonst hätte er noch mal mehr hin und her fliegen müssen. Kannst du dir das geben? Du bist aber süße, du bist eine Süße. Okay. Bye, bye. Deine erste Mahlzeit heute. Super. Ja, wenn ich nicht trainiere, ist meistens erst so um 5 Uhr meine erste Mahlzeit. Dann nehme ich halt einfach einen Shake und ein paar Nüsse. Ansonsten, ich arbeite immer nüchtern. Ich merke vor allem da auch beim Buch einen großen Unterschied beim Schreiben. Mhm. Ich kann nüchtern viel besser schreiben. Ja. Und wenn ich trainiere, dann nehme ich nach dem Training einen Shake und ein paar Nüsse. Ja. Dann halt einfach vorher, wenn ich morgens trainiere. Ansonsten 4, 5 Uhr, das erste Mal. Ja, du trainierst ja jetzt eigentlich nur noch morgens, oder? Ist ja jetzt immer schon anders. Nur morgens, früh morgens, ja. Mhm. Direkt nach dem Aufstehen. Mhm. Und dann eigentlich nur noch schreiben. Mein Leben besteht nur noch aus Schreiben, ja. Wie gesagt, essen, schlafen, trainieren, schreiben. Ja, krass, echt. Und ja, natürlich. Die Arbeit natürlich auch, ja. Mhm. Am Samstag haben wir jetzt zum Beispiel wieder Live-Coaching-Day. Oh ja, stimmt. Haben wir lange nichts gemacht, wegen der Umständen. Und es gibt übrigens noch freie Plätze für Juni. Im Juni, gell, haben wir noch freie Plätze? Ich glaube, im Juni haben wir noch freie Plätze, jetzt diesmal nicht. Nein, im Juni haben wir noch freie Plätze für den Live-Coaching-Day. Das heißt, wenn du ein Thema hast, worin du gerne von mir gecoacht werden möchtest, hierher kommen willst in die Schweiz und einen richtig geilen Tag erleben möchtest, einen Tag, den du so schnell nicht vergessen wirst, dann kannst du dich noch dafür anmelden und dich bewerben. Den Link findest du auch unten in der Beschreibung unter Live Coaching Day. Einfach draufklicken und dann dich mal bewerben. Im Juni wäre dann der nächste, genau. Mhm. Ja. Ich glaube, 19. war es, also es ist Mitte Juni. Zum Samstag, ist auf jeden Fall an einem Samstag. Genau. Wenn du Bock hast, hier in die Schweiz zu kommen zu uns, und ja, mit einem Problem, mit einer Herausforderung hinzukommen und mit einer Lösung nach Hause zu fahren, komm einfach vorbei. Genau. Und noch ein paar nette Leute kennenzulernen. Klar. Genau. Netzwerk, Community, um das geht's ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Kannst du denn jetzt noch mal kurz sagen, zusammenfassen? Ist es denn so, dass das Buch im Prinzip wie so ein Handbuch oder wie so eine Bedienungsanleitung ist? Dass man damit im Prinzip ja, seine Visionen besser erfüllen kann, seine Ziele besser erreichen kann? Oder wie würdest du das jetzt nochmal zusammenfassend beschreiben? Ja, wie du wirklich eine Vision empfängst und diese Vision auch auf die Straße bringst, ist auch Teil des Buches. Aber im Großen und Ganzen beschreiben würde ich es als, schau, wenn du dein Leben zu einem Meisterwerk machen möchtest,
zu einem wirklichen Meisterwerk, wenn du dich verlieben willst ins Leben, wenn du sagst, du möchtest zum vollsten Leben, ein völlig neues Lebensgefühl entwickeln, dein Bewusstsein auf das nächste Level bringen, dann ist dieses Buch auch eine Anleitung dafür, ja. So kannst du es sehen. Cool. Dann werden wir jetzt noch ein bisschen laufen gehen, das schöne Wetter genießen, mal ohne Regen. Mal ohne Regen, gell? Genau, der Jackie ist eigentlich jetzt jedes Mal nass geworden, bei jedem Spaziergang, den wir gemacht haben, egal wann. Es regnet und dann scheint mal wieder die Sonne und dann regnet es und scheint mal wieder die Sonne. Das ist der Lifestyle hier. Aber ich glaube, fürs Buch schreiben ist es perfekt. Super, oder Jackie? Ja. Was meinst du? Ja, okay. Alright. Ja. Ich wünsche euch eine super schöne Woche. Much love. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.